Platz da. Ich komme. Cool, oder? So ein fahrender Hocker. Ich bewege den alleine dadurch, dass ich meine Balance verändere. Achtung, ich mache mal eine Linkskurve. Klasse, oder? Und ich habe dabei meine Hände frei. Das ist also was, wenn man zum Beispiel in der Bücherei ist oder im Museum oder auf dem Bahnhof, am Flughafen oder eben natürlich im Büro. Oder wenn man über eine Messe laufen möchte den ganzen Tag und hat dann abends keine müden Füße mehr. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Also ich nicht. Oder haben Sie schon mal einen sprechenden Bus gesehen, dem Sie Fragen stellen können, der die dann auch beantwortet? Oder ein Sportgerät, bei dem Sie wie Superman durch die Luft fliegen können oder tauchen können, ohne dass Sie sich von der Stelle bewegen? Sehen Sie alles die nächsten 45 Minuten? Hallo aus Hannover, herzlich willkommen von der CeBIT. Früher hieß es immer, die größte Computermesse der Welt. Inzwischen ist es aber weit mehr als nur Handys und Computer. Hier geht es um Drohnen, um selbstfahrende Busse, um künstliche Intelligenz. Schön, dass Sie dabei sind bei meiner Reise durch die Zeit. Die CeBIT ist immer so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, immer eine Reise in die Zukunft. Diesmal aber auch zurück in die Vergangenheit, denn es gibt hier in Hannover ein Jubiläum, 70 Jahre Messe. Wobei, die allererste Ausstellung war keine leichte Geburt, sondern hatte eher was Militärisches. Am Anfang der ersten Messe steht ein Befehl. Im Februar 1946 treffen sich die Alliierten. Briten und Amerikanern wird die Besatzung allmählich zu teuer. Sie beraten, wie sie die Wirtschaft in ihren Besatzungszonen wieder in Gang bringen können. Die Sowjets haben bereits eine Messe in Leipzig befohlen. Eine Messe? Das wollen Briten und Amerikaner jetzt auch. Die Briten bringen Hannover ins Gespräch. Ausgerechnet Hannover. Die Stadt ist total zerstört. Obwohl die Briten hier im Rathaus ein- und ausgehen, verraten sie vorerst nichts, erinnert sich Dieter Tasch. Dieter Tasch ist damals 19, aus englischer Gefangenschaft zurück und hat gerade bei einer Zeitung angefangen. Er erfährt damals, dass die Briten hinter dem Rücken der Stadt bereits Pläne schmieden und schon eine ehemalige Rüstungsfabrik vor der Stadt inspizieren. Der gut erhaltene Maschinenpark der Rüstungsfabrik wird gerade demontiert. Die Briten sind begeistert. Genau der richtige Ort für eine Messe. Zeitungsvolontär Dieter Tasch erinnert sich, wie im April 47 die britischen Offiziere ins Rathaus kommen und dem Oberstadtdirektor diese Ansage machen. Wir werden hier am Rande deiner Stadt in Laatzen im August eine Exportmesse für die britische und die amerikanische Zone veranstalten. Du bist dafür verantwortlich, dass das Gelände im August fertig sein muss. Nicht nur Bratke, sondern auch vor allen Dingen sein engster Mitarbeiter, der Stadtrat Ernst. Die haben bildlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, das ist unmöglich, das schaffen wir nie, das geht nicht. Und die Briten haben gesagt, ihr müsst. Es war ein Befehl. Es gibt unzählige Probleme. Die Planer in Hannover haben keinerlei Erfahrung. Noch nie haben sie eine Messe in ihrer Stadt gehabt. Dann der Zeitdruck. In nur 17 Wochen soll die Messe fertig sein. Den Arbeitern steckt der Krieg noch in den Knochen. Viele Männer sind gerade erst aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Die Lebensmittel sind knapp. Es fehlt an allem. Baumaterial und Werkzeuge. Und ständige Querelen mit den britischen Offizieren, denen es nicht schnell genug geht. Allmählich verwandeln sich die vier Hallen der ehemaligen Rüstungsfabrik doch in ein Messegelände. 1300 Aussteller liefern ihre Waren an. In dieser Situation wurde dann tatsächlich rangeklotzt. Innerhalb dieser wenigen zur Verfügung stehenden Monate. Und es wurde geschafft. Zum befohlenen Termin. Hannover führt zum ersten Mal eine Exportmesse durch, die für die Gesamtwirtschaft der Westzonen von überragender Bedeutung ist. Nach einleitenden Begrüßungsworten durch Vertreter der Alliierten und deutschen Behörden eröffnete Dr. Erich Köhler, der Präsident des Zwei-Zonen-Wirtschaftsamtes, die Messe, die er als das Schaufenster Westdeutschlands bezeichnete. So möge denn diese Exportausstellung
ein Zeugnis deutschen wirtschaftlichen Können und Wollen sein. Ein wichtiger Schritt vorwärts sowie der Eingliederung der deutschen Wirtschaft in die Weltwirtschaft. Nach den Alliierten dürfen am Sonntag, den 18. August 1947, auch Besucher auf das neue Messegelände. Ich stand mit einem großen Menschenhaufen hier, um über den ersten Tag der Messe zu berichten. Und das Tor war noch geschlossen, als wir hierher kamen. Und alle warteten nun gespannt darauf, dass wir endlich auf dieses Gelände kommen durften, um mal zu sehen, was hier los war. Zwei Jahre nach Kriegsende, viele Deutsche kämpfen noch ums tägliche Überleben, wird hier in Hannover alles ausgestellt, was im Nachkriegsdeutschland irgendwo aufzutreiben ist. Nur deutsche Aussteller dürfen sich auf der ersten Exportmesse präsentieren, mit Ausstellungsstücken, die während des Kriegs ausgelagert waren. Aber auch schon erste deutsche Neuheiten sind im Angebot. Für uns überwältigend. Alles das, was es in keinem Geschäft zu kaufen gab, was es nirgends zu sehen gab, alles neue Ware, und zwar eben von der Schuhsohle bis zur Werkzeugmaschine und bis zum Automobil. Doch die deutschen Besucher dürfen nichts kaufen. Sinn und Zweck der Messe ist es, dass Devisen ins Land kommen. Nur Ausländer mit Dollars im Portemonnaie dürfen bestellen. Trotzdem kommen tausende deutsche Besucher. Die wollten gucken, alles diese schönen Dinge, die sie nicht eben erwerben konnten, aber zumindest angucken wollten sie sich. Außerdem war es ja so, das Gerücht musste oder das musste sehr schnell die Runde gemacht haben, dass man auf der Messe Fischbrötchen ohne Marken zum Kaufen und zum Essen bekommen könnte. Und da strömten die Leute natürlich hin. Die erste Messe in Hannover. Ein Gemischtwarenladen. So ein Branchensammelsurium sollte es auch noch viele Jahre bleiben, bevor sich die Messe schließlich spezialisierte. Von der reinen Computermesse ist die CeBIT ja inzwischen auch weit entfernt. In diesem Jahr geht es beispielsweise unter anderem um robotergesteuerte Medizintechnik wie diesen Anzug. Schauen Sie mal, was passiert, wenn ich meinen Arm hebe, bewegt der das Bein. Ich habe hier 5 so Sensoren auf der Haut, die kommen normalerweise auf den Oberschenkel, aber dann hätte ich mich nackig machen müssen und das wollen sie nicht. Und der ist unter anderem für Schlaganfallpatienten. Konrad, was können die mit diesem Anzug wieder lernen? Die lernen wieder zu laufen. Nach einem Schlaganfall wird im Gehirn der Laufvorgang gelöscht. Mhm. Und mit unserem Gerät werden die Restsignale in den Muskeln abgetastet und diese Motoren angetrieben. Und dadurch kann der Patient wieder selbstständig laufen lernen. Also pass auf, ich denke jetzt mal nur, dass ich das Bein hebe oder den Arm in dem Fall. Boah, das ist ja faszinierend. Das Ding, was du anhast, was kann das? Das ist ein Gerät, was Rückenschäden vorhelfen soll. Ja. Und es wird auch im Flughafen eingesetzt, in Fabriken. Und wenn ich diesen Kasten Wasser hebe, dann wird bei mir im Rücken der Muskel gemessen. Und diese Motoren werden angetrieben und ich werde hier und hier auseinandergedrückt und werde so wieder aufgerichtet. Das ist so ein bisschen wie ein virtueller Physiotherapeut. Sehr schön. Das heißt, der Kasten wird leichter für dich ein bisschen? Ja, der wird leichter und ich kann das länger hin und her bewegen. Und du machst nicht diesen krummen Rücken, der so schädlich ist eigentlich? Genau. Tolle Ideen. Vielen Dank, Konrad. Also, die CeBIT gibt es seit Mitte der 80er Jahre, das wissen die meisten. Aber was wenige wissen, ihre Vorläufer reichen zurück bis in die 60er Jahre. Spannend zu sehen, wer damals für die meiste Aufmerksamkeit sorgte. Die Stahlstraße. In den 60er Jahren dominiert noch die Schwerindustrie auf der Hannover Messe mit Material und Maschinen. Doch eine stille Revolution deutet sich an. Die Bürotechnik breitet sich aus. Seit 1961 ist Hannover schon die größte Fachmesse der Welt. Und sie wächst und wächst. Der Feinmechanikverband ist die Büromaschinenindustrie. In einem eigenen 20.000 Quadratmeter großen Hallenkomplex ist die gesamte deutsche Büroindustrie mit der Vielfalt leistungsfähiger und zugleich formschöner Erzeugnisse vertreten. Ein paar Jahre später wird diese große Halle schon zu eng. Ein Neubau muss her. 10 Fußballfelder groß. Sogar auf dem Dach wird gehandelt. Halle 1, die Urzelle der CeBIT. CeBIT, eine Abkürzung für Zentrum für Büro- und Informationstechnik.
Der Messename ist also 1970 schon erfunden. Das elektronische Zeitalter hat begonnen. Zuerst in den Büros. Musik, Drucker, Kopierer, elektrische Schreibmaschinen mit und ohne Textspeicher. Ganz allmählich kommt die neue Textverarbeitung auch ins Haus und noch mehr. ...1981, der erste Personal Computer. Eine Revolution. Anfang der 80er Jahre arbeiten erst 3% der Büros mit Computern. Eine riesige Wachstumsbranche tut sich auf. Neben den Fachleuten kommen jetzt auch massenhaft Privatleute nach Hannover. Die Messe bekommt Besucher und Aussteller nicht mehr unter. Wir haben gesehen, was auf uns zukommt, dass wir an die Grenzen der Infrastruktur geraten. Wir hatten 50.000 Autos auf den Parkplätzen. Wir mussten nach Hildesheim ausweichen, nach Langenhagen. Und haben gesagt, wir müssen was tun. Und das ist ja eine unternehmerische Entscheidung, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen. Und wir haben gesagt, wir müssen versuchen, diese Messe zu teilen. Schon 1982 versucht der Messevorstand, die CeBIT abzutrennen von der Hannover Messe. Eine eigenständige CeBIT, das wollen die großen Aussteller nicht. Die Bürochefs möchten mit den Industriebossen im Verbund bleiben, die eingespielten Beziehungen weiter nutzen. 1984 platzt die Messe dann aus allen Nähten. 740.000 Besucher, Rekord. Die Trennungspläne kommen wieder auf den Tisch. Mit seinen Vorstandskollegen reist Hubert Lange wieder zum Klinkenputzen zu den Großkunden. Und da hat Siemens dann gesagt, okay, wir sehen ein, ihr seid in einer ganz schwierigen Situation. Wir verhalten uns neutral. Wir legen euch keine Steine im Weg. Aber wir werden auch weggehen, wenn es nicht klappt. Dann sind wir erleichtert zurückgekommen. Und dann haben wir angefangen, über 8 Monate, meine Vorstandskollegen und ich, die einzelnen Vorstände zu besuchen. Von Nixdorf bis Philips. Heinz Nixdorf war dagegen, seine übrigen Vorstandsmitglieder waren für die Teilung. Wir mussten alle einzeln überzeugen und es musste geheim bleiben. Geheim, denn sonst hätte es wohl sofort einen Aufschrei gegeben. Die Teilung wäre gescheitert. Der Vorstand wollte erst jeden einzelnen Großindustriellen mit ins Boot holen und erst dann an die Öffentlichkeit gehen. Das blieb geheim bis zu unserer Pressekonferenz im November 1984, als wir dann mitgeteilt haben, wir werden die Messe teilen, die CeBIT wird selbstständig. Und die Journalisten haben gesagt, sowas könnt ihr doch nicht machen. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass eine eigene CeBIT funktioniert. Im März 86 startet das neue Messekonzept, die erste richtige CeBIT, 8 Tage lang. Die Premiere der CeBIT als selbstständige Hannover-Messe ging heute mit der unerwartet hohen Besucherzahl von 350.000 zu Ende. Beim ersten Jahr klappte das zwar besuchermäßig. Es kamen mehr Besucher, es waren auch mehr Aussteller da, aber einige CeBIT-Aussteller waren nicht zufrieden, weil sie sagen, früher kamen die Leute, die Vorstände von der Stahlstraße haben am besten noch mal die CeBIT besucht und dort eingekauft. Und jetzt kamen die Datenverarbeitungsleute, eigentlich die richtigen Leute. Zu Anfang wollten die auf Augenhöhe Vorstand zu Vorstand sprechen. Das ist schon ein Unterschied, also mussten wir kämpfen. Die CeBIT ist geboren, aber für ihren Durchbruch muss der Messevorstand noch einiges tun. Ja, und inzwischen, 30 Jahre später, die CeBIT ist etabliert und es geht um weit mehr als nur noch um Computer. Ein Themenschwerpunkt auf der CeBIT 2017, die Anwendungsgebiete von Drohnen. Die lassen wir jetzt mal starten. Okay, so. Jetzt geht's gleich los. Ich hoffe, ich fliege nicht mit. Jo! Was für ein schöner Abflug. Herr Belzig, wofür kann man diese Drohnen, die wir hier sehen, professionell einsetzen? Die Inseldrohnen sind heute schon im Einsatz, beispielsweise ganz klassisch in der kommerziellen Anwendung für die Inspektion, Vermessung und Kartierung von Anlagen, Objekten, Flächen. Beispielsweise? Beispielsweise den Solarpark, die Ölplattformen, Windparks, ja, was auch immer. Bauwerke, Brücken. Was bringt das? Kann man dadurch Kosten einsparen? Natürlich. Beispielsweise im Bereich der Ölplattformen haben wir hier Einsparpotenziale von bis zu 90% im Vergleich zur herkömmlichen Art und Weise, das zu tun. Ganz konkret 728 Tage bisher, 14 Tage mit dem gleichen Scope heute. Weil keiner mehr raufklettern muss. Klasse. Danke Ihnen, Herr Belzig. Ich versuche die jetzt mal wieder einzufangen. Es ist ja so, wir vom NDR, wir berichten im Prinzip von Anfang an von der Messe, seit es sie gibt, seit Mitte der 80er Jahre.
Es gibt jetzt gleich ein Wiedersehen, weil das alles noch damals anders aussah. Haben wir mal im Archiv ein bisschen gestöbert mit meiner Kollegin Alida Gundlach. Ich hab sie. Und wundern Sie sich nicht, wenn sich die Kollegen gleich über bunte Bilder wundern. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von der Hannover Messe CeBIT. Wir kommen live vom Messegelände aus dem Kommunikationszentrum Niedersachsen und gemeinsam erleben wir eine Weltpremiere. Davon haben bereits Generationen von Werbefachleuten, von Zeitschriftenmachern und Architekten geträumt. Eine farbige Kopie. Die Firma SEL rühmt sich nun, das erste kompakte, tragbare C-Netztelefon zu haben. Es ist auch tatsächlich ziemlich einfach und handlich und leicht zu bedienen. Und zwar befindet sich in dieser Reisetasche, die ich mir so locker über die Schulter gehängt habe, der leichte Bürocomputer PC7000, 8,5 Kilogramm schwer. Und damit kann ich überall arbeiten, nicht nur im Büro. Und dann haben Sie eben in Ihrem Garten nicht eine dieser riesengroßen Antennenschüsseln herumstehen, sondern eine relativ kleine und formschöne. Sie hat einen Durchmesser von 1,20 Meter. Eine einfache elektronische Schreibmaschine, allerdings mit einem raffinierten technischen Innenleben. Das ist diese Gabriele 7007. Und was ich hier in der Hand halte und was wie ein Telefonhörer aussieht, ist in Wirklichkeit ein neuartiges Diktiergerät, das die Firma Philips hier vorstellt. Und zwar hauptsächlich für Autofahrer gedacht, so nach dem Motto, für Denker am Lenker. Was für ein schöner Satz, oder? An dem haben aber auch zwei Autoren mindestens 3 Wochen gearbeitet. Kommen wir mal zu einem Schwerpunktthema in diesem Jahr auf der CeBIT. Das ist die virtuelle Realität. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen mit so einer Brille. Und hier wird das noch gemischt mit Sport. Und das probiere ich mal aus, indem ich hier durch die Gegend fliegen kann. Ich bin jetzt ein bisschen wie Superman und fliege über ein Gebirge. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Oh Gott! Oh. Hilfe! Wenn man das ein paar Mal gemacht hat oder eine ganze Weile, dann spürt man plötzlich Muskeln im Körper, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Boah, das sieht aber cool aus. So, sind Sie noch da? Ja, hier sind noch mehr Messeneuheiten für Sie. Einfach Finger auflegen, freundlich in die Kamera gucken und schon öffnen sich Tür und Tor. Der BR06 ist das neue kompakte Gesichtserkennungssystem, das Schlüssel- und Chipkarten ersetzen soll. Das ist eben ja, eine einfache Erkennungsmöglichkeit, ohne dass man ja, irgendetwas bei sich tragen muss. Man kann riesige Mengen an Daten abspeichern, viele Gesichter. Es eignet sich auch für große Firmen, um dann eben ja, den Leuten Zugang zu einzelnen Etagen, Stockwerken oder eben in den Haupteingangsbereich dann zu gewähren oder eben zu verweigern. Einmal angemeldet, wird man immer erkannt. Ideal für Unternehmen mit Sicherheitsabteilungen, für Fitnessketten mit mehreren Studios oder irgendwann mal an Flughäfen. Europa-Premiere am Stand von Epson. Der Druckerexperte stellt auf der CeBIT sein eigenes Papier her mit der neuen Recyclingmaschine. Bedrucktes Papier wird eingelegt und nach 3 Minuten kommt Recyceltes wieder raus. Eigentlich funktioniert Recycling dadurch, dass Papier gewaschen wird. Muss man sich tatsächlich so vorstellen. Das heißt, aus dem Papier wird die Farbe rausgewaschen und dann wird das Papier neu zusammengesetzt. Wir haben ein Trockenfaserverfahren. Das heißt, wir malen das Papier klein, ziehen mechanisch die Farbe raus, fügen eine Art Klebstoff wieder mit hinzu, pressen das Ganze zusammen und haben neues Papier. Was aussieht wie eine Sammlung Wollmäuse, ist das zerfaserte Papier, die Basis für Neues. Trotz des ökologischen Ansatzes ermöglicht das Gerät noch keinen endlosen Kreislauf. Neben recyceltem muss auch gleichzeitig ein Stapel noch nicht aufbereitetes Papier eingelegt werden. Auch bunte Seiten kann man herstellen, 12 Seiten pro Minute. Ab kommendem Jahr ist die Epson Recyclingmaschine hier auf dem Markt. Für saubere 200.000 Euro. Wie kann man sicher sein, dass Daten auf alten Festplatten niemand Unbefugtes bekommt? Schreddern. Die Firma HSM vom Bodensee lässt ein Stahlschneidewerk zubeißen und übrig bleiben kleinste Schnitzel Elektronikschrott. Selbst Handys und USB-Sticks können so effektiv zerstört werden. Mini-Teile, aus denen die Informationen von EC-Karten, CDs oder Visitenkarten nicht mehr auszulesen sind.
Die blaue Temperaturanzeige spielt bei Cloud and Heat eine entscheidende Rolle. Die Innovation des Dresdner Unternehmens beschäftigt sich nämlich mit der Kühlung von Rechnern. Wir bauen grüne und umweltfreundliche Rechentechnik der Zukunft. Statt eines Ventilators hat man hier eine Kupferverrohrung, bei der wir aus der Wärme dieser Prozessoren 60 Grad warmes Wasser machen. Und mit diesem Wasserkreislauf können wir diese Prozessoren auch bei voller Last ausreichend und sehr effizient kühlen. Mit der gewonnenen Wärme können Büros und Wohnungen beheizt und Warmwasser erzeugt werden. Interessant auch für Hotels. Doch das Unternehmen denkt weiter. Rechenzentren, die jetzt noch in Skandinavien oder in den USA stehen, sollten besser flächendeckend in Deutschland verteilt werden. Künftige Anwendungen wie die nächste Mobilfunkgeneration erfordern sehr kurze Latenzzeiten, also kurze Antwortzeiten des Rechenzentrums. Damit man Virtual Reality-Anwendungen, autonome Fahrenanwendungen, so etwas laufen lassen kann, muss der Rechner in der Nähe stehen, im Umkreis von 100 bis 200 Kilometern. Und das heißt, die Abwärme kann hier, wo sie produziert wird, genutzt werden. Demnächst auch von Privatkunden, die so Heizkosten sparen können. Partnerland in diesem Jahr 2017 bei der CeBIT ist Japan. 120 Aussteller aus dem Land der aufgehenden Sonne sind hierher gereist. Warum eigentlich, Hartwig von Sass, warum Japan als Partnerland? Naja, wenn man sich die Wirtschaft in Deutschland und in Japan anguckt, entdeckt man schon viele Parallelen. Zum Beispiel haben beide einen ganz starken industriellen Kern und auch einen ausgeprägten Mittelstand. Und nun stehen auch beide Gesellschaften vor der Frage, wie bringe ich das sozusagen in das digitale Zeitalter, in die digitale Ära. Und die digitale Transformation ist eine Herausforderung und das sieht man hier auch auf dem Japan-Stand ganz gut, dass Japan da einen ganz guten Job macht. Die sind sehr weit im Internet der Dinge beispielsweise oder beim autonomen Fahren. Können wir von den Japanern was lernen? Was machen die besser als wir? Naja, wenn man in Tokio durch die Straßen läuft, erkennt man schon eine große Technologiebegeisterung. Und das findet sich auch in den Diskussionen wieder, die man mit Japanern führt. Die sehen sehr viele Chancen in der Technologie, haben keine Angst, auch in der Berührung, in der Interaktion mit Technologie. Und ich glaube, da sind wir Deutschen häufig zu risikoavers. Wir gucken immer sehr schnell auf die Probleme, auf die Herausforderungen. Ich glaube, da können wir ein bisschen lernen, da werden wir ein bisschen schneller und ein bisschen offener der Technologie gegenüber. Ich danke Ihnen bis hierher. Partnerländer übrigens gibt es hier auf der Messe seit 1978. Brasilien war damals das erste. Und das muss man sich vorstellen. Damals gab es keine E-Mails, keine SMS, keine Videokonferenzen. Es gab nicht mal ein Fax. Und so sehen wir, wenn wir ein paar Schritte zurück machen, damals war eben nicht alles besser, dafür ruhiger, gelassener und vor allem langsamer. Treffpunkt der Nationen. Das ist Hannover. Den ausländischen Besuchern stehen fachkundige Dolmetscher zur Verfügung. Dass Hannover in den 60ern schon ein Treffpunkt der Nationen war, daran hat auch Christa Schnell mitgewirkt. Sie fing 1961 in der Auslandsabteilung der Messe an. 40 Jahre lang kümmerte sie sich um ausländische Gäste. Ihre Fremdsprachenkenntnisse waren damals etwas Besonderes und hier dringend gebraucht. Die Messe hatte zu dieser Zeit schon in 85 Ländern ausländische Vertretungen. Christa Schnell musste Kontakt halten in die ganze Welt. Ja, das war schon spannend. Also telefonieren ging wirklich über die Telefonzentrale. Erstmal sehr schwierig, also am liebsten gar nicht, weil das ja schwierig war. Auch durch diese Zeitverschiebung, das war ja auch schon mal ein Thema. Und dann musste man also sein Telefonat anmelden, meinetwegen USA. Durfte nur ganz wichtig sein, meistens noch vom Chef abgezeichnet. Und dann hat man gewartet, 2 Stunden, 3 Stunden. Manchmal war es so weit, wussten sie gar nicht mehr genau, was wollten sie eigentlich fragen, was wollten sie überhaupt fragen. Und das war schon schwierig. Also da Kontakte zu haben. Alles ging per Post. Es gab ja auch keinen Fax, keinen, natürlich, alles das gab es nicht. Post, einen Brief schreiben, warten, 14 Tage, 3 Wochen, kam die Antwort. So ungefähr war das, nicht? Es war natürlich sehr gemütlich, wenn man es so will. Während der Messe bringt sie die Ausländer mit den deutschen Firmeninhabern zusammen, organisiert das Get-Together, die sogenannten Kontaktbörsen. Die junge Fremdsprachensekretärin dolmetscht auf den verschiedensten Ständen, braucht Fachvokabular der unterschiedlichsten Branchen. In dem exotischen Stand Marokkos zwei goldbestickte Luxuspantoffel, unentbehrlich zum Schwingen für jede Ehefrau. Aus Japan zarte Naturseide für zart beseitete Naturen.
deutsches Porzellan nach einem interessanten chinesischen Vorbild. Gerade die Überseeleute waren sehr oft das erste Mal in Europa, nicht? Und das war schon schwierig für sie, sich an die Kultur, das Essen und alles zu gewöhnen, nicht? Das war schon ungewöhnlich mit den vielen Ausländern vor Ort hier. Das hat auch das Ganze sehr interessant gemacht. Sie saßen eben auch in Gesprächen dabei. Sie mussten ja gar nicht immer aktiv werden. Allein das zuzuhören, wie das in den Ländern zugeht, wie sie ihre Familien da hatten. Man sprach ja viel miteinander und erzählte auch viel. Die Messen waren ja auch 12 Tage lang. Das war ja schon lange. Die Verkehrsgesellschaften setzen Sonderverkehrsmittel ein, um die Vielzahl der nach Hannover strömenden Besucher schnell und bequem in die Messestadt zu bringen. Der Flughafen wird schon 1952 ausgebaut. Stadt und Messe arbeiten zusammen, um ausländische Gäste anzuziehen, ihnen Reise und Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Vielfach ein Rundum-Service. We are calling Mr. Cooper from London. Mr. Cooper wird gebeten, sich am AEG-Stand einzufinden. Für die Erledigung von Bankgeschäften haben in der Bankenallee viele Großbanken eigene Niederlassungen in einem dafür reservierten Gebäude eingerichtet. Die Messe bietet ihren internationalen Gästen auch Unterhaltung in den Messegaststätten bis spät in den Abend. Höhepunkt für viele Ausländer, damals wie heute, die Münchner Halle. Dem einen oder anderen ist das nicht bekommen. Er hat natürlich auch manchmal sich sozusagen überfordert. Das heißt, er hat sich überschätzt, was Bier bedeutet oder was vielleicht auch mal ein kleiner Schnaps bedeutet. Für viele war das auch ein Handicap dann am anderen Tag, nicht? Da hat oftmals der asiatische Magen nicht unbedingt mitgemacht, nicht? Der afrikanische übrigens auch nicht, ne? Das war schon heftig und da habe ich schon manches Mal auch veranlasst, dass der mal Haferbrei gekocht wurde bei uns in den Messegaststätten. Gastfreundlich und weltoffen zu sein, darum ging es den Messemachern in den Anfangsjahren. Das Bild vom hässlichen Deutschen verändern. Die Messe damals, ein wichtiger Ort, um sich kennenzulernen. Das ist bei der Messe heute auch nicht anders. Auch hier geht es darum, Vorbehalte abzubauen gegenüber verschiedener technischer Neuerungen, wie beispielsweise selbstfahrende Autos. Wie dieser Bus hier, der kommt aus der Schweiz und der wird tatsächlich im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt. Dabei geht es gar nicht darum, Bahnen abzuschaffen oder so, sondern die Idee ist, da wo Busse nicht mehr hinkommen, große Busse, soll dieser kleine Bus alleine fahren können. Hier auf der Messe kann jeder Besucher damit fahren. Und es geht in diesem Testprojekt auch darum zu gucken, wie reagieren die Menschen in so einem Bus, wo keiner dabei ist, wo keiner mitfährt. Und wie reagiert der Bus, wenn plötzlich ein Fußgänger vor den Bus läuft. Gehen wir mal gucken. Warum hat der jetzt angehalten? Hallo, Herr Müller. Hallo. Hallo. Hallo, Stefan. Hermann, warum hat der Bus jetzt angehalten, weil du hier standst? Woran hat er es erkannt? Er hat hier Sensoren montiert, oben auf dem Dach, ein LIDAR und hier zwei weitere Lasersensoren. Das hier? Genau, okay. Die da. Und die haben uns als Objekt erkannt und somit dem Fahrzeug den Befehl gegeben, zu stoppen. Wenn wir jetzt weggehen, was passiert dann? Dann fährt er weiter. Bin ich mal gespannt. Tatsächlich. So. Der Bus fährt wie auf Schienen. Wenn man drin sitzt, man merkt überhaupt nicht, dass man in einem Bus ist. Aber genau. Hier sind ja keine Schienen. Wie habt ihr das geschafft? Wir haben so eine Art virtuelle Schienen verlegt. Das heißt, wir sind letzte Woche angekommen und haben mit diesen Fahrzeugen die ganze Umgebung hier abgescannt. Ah, und eine 3D-Karte erstellt. In diese 3D-Karte haben wir einen Pfad gelegt, wo diese Fahrzeuge jetzt eigentlich langfahren. Klasse. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Frage ist, wie neu ist diese Erfindung? Was glauben Sie? Seit wann fahren hier in Hannover auf der Messe umweltfreundliche Elektrobusse als Shuttles? 60er, 70er Jahre? Ich verrate mal so viel. Unser Bundespräsident hieß damals Theodor Heuss. Bundespräsident Professor Heuss besichtigt mit großem Interesse die neuesten Schöpfungen der Industrie. Hier nimmt er in einem der schnellen Elektrozüge Platz, die dem Personenverkehr auf dem Messegelände dienen. Elektromobilität. 1954. Der Verkehr auf der Messe war nie das Problem. Die Anfahrt zur Messe ein nahezu unlösbares Problem. In den Anfangsjahren der Messe standen die Verkehrspolizisten mittendrin. In weißer Uniform mit Trillerpfeifen. Auf sich gestellt. Mittendrin stand damals auch der ehemalige Verkehrspolizist Wolfgang Mecke. Als leidenschaftlicher Zweiradfahrer hat er 1956 bei der motorisierten Verkehrspolizei neu angefangen. Ohne Handy und sogar ohne Funkgerät musste er hier den Verkehr regeln.
Ich stand als Flaggenposten in Laatzen, das war die letzte Abfahrt zur Messe. Gelbe Flagge in der Hand und dann morgens ging es los. Um 7:30 kam ja der Verkehr zügig an. Dann läuft alles per Zuruf. Die Leitzentrale schickt Motorradfahrer mit Informationen und Einsatzbefehlen von einem Flaggenposten zum nächsten. Funkgeräte hatten nur wenige Kollegen. Die Verkehrspolizisten entscheiden selbst. Unfälle hat es da an dem Bereich bei mir nicht gegeben. Man musste rechtzeitig Zeichen geben und auch Lücken abpassen, dass kein Stau entstand. Es wurde ja damals nicht mit so hohen Geschwindigkeiten gefahren wie heute. Und es waren ja auch vorher Hinweisschilder schon, die entsprechend eingeklappt wurden. Das mussten wir Flaggenposten auch machen. Heute regeln Polizisten hier aus der Leitzentrale per Knopfdruck den Messeverkehr. Knotenpunkte sind videoüberwacht, die Verkehrsführung zur Messe digital gesteuert. Für den Polizeipensionär Wolfgang Mecke Neuland. Im Messeverkehr ist er damals nicht nur als Flaggenposten eingesetzt. Er gehört auch zu den sogenannten smarten Jungs, zur Eskorte. Die Staffel begleitet die Prominenz zwischen Flughafen und Messe. 1958 haben sie mit Bundeskanzler Konrad Adenauer so ihre Last. Konrad Adenauer, der fuhr ja immer sehr flott mit seinem Mercedes und unsere Kräler hatten ja nicht so viel PS. Wir haben dann mit Mühe und Not sind wir dann mitgekommen. Aber am Weidetor, fehlte mit mal der rechte Kratfahrer neben mir. Und naja, am Flughafen kamen wir dann an, war aber nicht die volle Zahl der Kratfahrer. Und wurde sich natürlich gleich erkundigt von dem Begleitpersonal. Und dann kam auch ein Schrieb zurück, wie geht's denn dem Motorradfahrer? Also die Prominenz hat sich dann schon mal gekümmert. Auch wenn die Politprominenz mit der Eskorte so gut wie nie im Messestau stand, haben Politiker das Problem früh erkannt. Schon Mitte der 50er Jahre wurde der öffentliche Nahverkehr zur Messe ausgebaut. Zurück im Hier und Jetzt. Und jetzt hier in Hannover das nächste logistische Problem. Wo bringen wir die vielen, vielen Besucher alle unter? Im Hotel? Gute Idee. Haben Sie mal eben 550 Euro pro Nacht. So viel muss ein Messebesucher in diesem Jahr hinblättern. Für ein Zimmer, für eine Nacht. Für ein Hotelzimmer, was sonst 160 Euro kostet. Das ist etwa 3,5 Mal so viel. Also müssen auch da neue Ideen her. Und ich sag's mal so, jetzt wird's sehr privat. Denn wenn die Welt zu Gast in Hannover ist auf der Messe, dann schläft sie auch gern mal in unserem Schlafzimmer. Und dann ist sie unter anderem zu Gast bei Freunden. Da lang bitte. Der Messebesucher fühlt sich wohl in der nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten wieder aufgebauten, heute bedeutendsten Messestadt der Deutschen Bundesrepublik. Anfang der 60er Jahre empfängt die Stadt während der Messe mehr als 1 Million Besucher. Auch wenn es mittlerweile zahlreiche Hotels und Pensionen gibt, diese vielen Gäste bekommt die Stadt nicht unter. Die Stadt bittet die Hannoveraner, Messegäste aufzunehmen. Margot Mahnkopf folgt damals der Bitte. Wird eine sogenannte Messemutti. Heute ist sie es noch in Ausnahmefällen, für ganz liebe Stammkunden. Mittlerweile ist sie 88 Jahre alt. Als sie damals anfängt, Anfang der 60er Jahre, ist sie jung verheiratet, hat 2 kleine Kinder. Ihr Mann studiert noch. Das Geld ist knapp, die Wohnung klein. Die Kinder hatten ihr Kinderzimmer und mein Mann und ich, wir haben im Wohnzimmer, wir hatten eine Eckcouch, da haben wir da geschlafen. Und das Schlafzimmer wurde den Gästen zur Verfügung gestellt. Die Welt plötzlich bei mir zu Hause, es war ein bisschen Abwechslung und ich habe das so als wirklich nett empfunden, muss ich sagen. Und ich habe eigentlich mit den Messegästen auch sehr viel Spaß gehabt und sehr viel Glück gehabt. Good morning, Margot. Morning. How are you? Yeah. Have you a good night? Yeah, I slept well. Yes. Slept well. Yeah. Yes. I have on the table all what you think you like for your breakfast. Messegast Rudra Kantar Dutta kommt aus Indien. Durch die internationalen Gäste hat sie ihr Schulenglisch perfektioniert. Die 88-Jährige hatte aber auch schon Messegäste, die nicht Englisch sprachen. Da ging es dann nur mit Händen und Füßen. Okay. Vitamine. Oh, Vitamine, ja. Rudra Kantar Dutta schätzt vor allem die private Atmosphäre hier in der Südstadtwohnung.
Wir Inder mögen es ja gerne etwas persönlicher. Das ist sehr schön, hier zu wohnen. Es ist ein bisschen wie Mutter und Sohn. Messemutti Margot hat wie immer ihr eigenes Schlafzimmer geräumt, schläft selbst auf der Couch im Wohnzimmer. Ich sehe halt zu, dass der Messegast genügend Freiraum für sich hat und räume entsprechend meine eigenen Sachen doch etwas zur Seite. Ich bin kein Hotelzimmer, aber ich kann zumindest versuchen, zwischen Privat und Hotel so einen kleinen Mittelweg zu finden, damit der Messegast sich wohlfühlt. Bye, Margot. Bye, bye. Have a good time in Germany. Thank you and see you in the evening. Come return. Thank you. Ciao. Bye. Was für eine sympathische Frau, oder? Zurück auf der CeBIT 2017, noch ein selbstfahrender Bus, aber der hier, der kann sprechen. Hallo, ich bin Stefan. Wer bist du? Ich heiße Olli. Willkommen an Bord, Stefan. Bist du ein selbstfahrendes Fahrzeug? Das hier ist künstliche Intelligenz. Dieser Computer lernt jeden Tag dazu. Ich bin ein elektrischer, selbstfahrender Kleinbus. Und damit auch ein Vorreiter für die Mobilität der öffentlichen Verkehrssysteme. Darauf bin ich stolz. Ich weiß, was Sie denken. Brauchen wir das wirklich? Die Antwort wird die Zukunft geben. So war es immer schon auf der CeBIT. Es wurden Dinge vorgestellt, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und viele waren skeptisch. Werfen wir noch mal einen Blick zurück in die Zeit, die der Durchbruch war für die CeBIT. Der Computer erobert die Welt. Und mit der neu gegründeten CeBIT geht es so richtig los. Der Rechner und die Messe in Hannover, sie beflügeln sich gegenseitig, heben ab zu einem kometenhaften Aufstieg. Die CeBIT erklärt den Computer. Die Besucher lernen Schritt für Schritt. Die Firma Apple hat früh reagiert und auf einfachste Bedienung gesetzt. Dieser Geschäftscomputer hat sogar einen persönlichen Namen, Macintosh, und eine eigene Philosophie. Der Bildschirm soll dem Schreibtisch entsprechen. Mit der sogenannten Maus wird ein Pfeil über den Bildschirm dirigiert. Die Unterlagen werden durch Bildchen dargestellt und per Pfeil zur Arbeit freigegeben. Bei solchen Weltneuheiten gibt es natürlich Gesprächsbedarf. Auch die weltpolitische Lage beschleunigt das Wachstum der Messe. Die Mauer ist gefallen. Und gleich nutzen viele DDR-Bürger die Chance, die Grenze zu passieren, um sich ein eigenes Bild zu machen von einer westlichen Messe und um Kontakte zu knüpfen. Bisher war es nur wenigen ausgesuchten Mitarbeitern aus volkseigenen Betrieben erlaubt, an der Messe in Hannover teilzunehmen. Im ersten Jahr nach dem Mauerfall kamen schon 25.000 Leute aus der DDR mit Trabis. Wir haben dann denen die Eintrittskarten für Ostgeld verkauft und es war eine unglaubliche Sache. Und die ersten Aussteller kamen dann auch kurz danach. Die haben auf der CeBIT dann ihren Beginn einer neuen Wirtschaftsentwicklung erlebt. Sie wussten ja nicht, wie man Marketing nutzt, wie man Werbung macht. Früher in der DDR, in den Ostblockstaaten, wurden die Sachen zugeteilt. Es gab ja keine Werbung. Die 90er. Der Sprung ins Internetzeitalter, ins World Wide Web. Leistungsstarke Datenautobahnen vernetzen die Rechennetzwerke auf der ganzen Welt. ISDN macht es möglich. Daten werden schneller übertragen. Verschiedene Dienste können gleichzeitig genutzt werden. Der Boom in der Mobilfunkbranche. Die Telekom verliert ihr Monopol. Private Anbieter sorgen für Wettbewerb. Auf diesem Marktplatz der Innovation lässt sich vor allem die Prominenz gern sehen. Wir hatten an einem Tag manchmal bis zu 50 Ministern auf dem Gelände. Und die mussten ja begrüßt werden, empfangen werden und auch geführt werden. Das war wichtig für uns und möglichst auch mittags zum Mittagessen eingeladen werden. Wir hatten gar nicht mehr so viel Personal. 1995, die Mega-CeBIT. Die Ausstellerzahl hat sich verdreifacht in nur 10 Jahren. 755.000 Besucher. Und die Besucher bleiben bis spät abends. Hannover ist damals die einzige Messe weltweit, auf der abends an den Ständen gefeiert werden darf. In der Halle 3 hat man eine Techno-Party.
dann hat man Elvis in einer Halle und in der anderen so Survival wie hier. Und Spesen können noch abgerechnet werden. Das war unglaublich. Wir haben 450 Partys gehabt pro Abend. Die mussten ja einzeln genehmigt werden. Wir mussten die nachher zeitlich begrenzen, weil es natürlich dann auch Hannoveraner oder andere dahin kamen. Die haben gesagt, da gibt es Freibier. Aber das gehört einfach dazu. Die Stimmung war einfach ganz toll. Wir wollten das einfach nicht unterbinden, weil das ein Teil des Flairs dieser Messe war. Die erfolgreiche CeBIT-Idee ließ sich in den 90ern sogar ins Ausland verkaufen. Nach Australien, nach Mexiko, in die Türkei und nach China. Wir sind dann mit den Chinesen in Kontakt getreten und haben dann dort ein Messegelände in Shanghai aufgebaut. Das Mittelmanagement kriegt nicht immer die Erlaubnis, eine Weltreise zu machen, nach Hannover zu kommen. Aber wir wollen denen vor Ort, den Besuchern auch die Produkte zeigen und die Messen in Shanghai laufen ausgezeichnet. Zu Beginn des neuen Jahrtausends sind die Goldgräberzeiten vorbei. Die Menschen sind allmählich versorgt. Seit 2002 sinkt die Ausstellerzahl. Apple verzichtet ganz auf einen Stand. Microsoft teilt sich einen. Die Messemacher reagieren, verkürzen die CeBIT schrittweise auf 5 Tage. Und seit 2008 wenden sie sich ganz gezielt an Fachleute. Also Fazit, die CeBIT ist nicht mehr das, was sie mal war. Nur noch 5 Tage, nur noch Fachbesucher und nur noch 220.000 Zuschauer, mit denen man in diesem Jahr gerechnet hat. Und nicht mehr 840 wie vor ein paar Jahren. Hartwig von Sass, gibt es irgendwann keine Messen mehr? Na, die Messen müssen sich verändern. Ne? Die Messen sind ja immer auch wieder Spiegelbild der Branche. Und gerade in der IT-Branche, die hier auf der CeBIT ausstellt, ist es so, das ist die schnellste Branche, die es überhaupt gibt. Die ist geradezu verliebt in die Dynamik. Und auch verliebt in die Veränderung und in die Disruption. Und da muss eine Messe halt mitgehen. Hier werden Dinge vorgestellt, die Digitalisierung, die vorangetrieben wird, die es auch verhindern, dass man noch überhaupt von A nach B reist. Ist das der Anfang vom Ende? Irgendwann gibt es dann keine Messen mehr, weil man braucht sie einfach nicht mehr. Ich glaube, dass man Messen sehr wohl braucht. Und Messen haben eine großartige Zukunft, weil das sieht man auch in den Reisestatistiken. Es gibt noch nie so viele Geschäftsreisen wie in diesem Jahr. Außerdem nur, weil Sie ein Foto des Eiffelturms in Paris gesehen haben oder das mit einer VR-Kamera vielleicht gesehen haben, fahren Sie dann nicht mehr nach Paris. Wir sind fest davon überzeugt, dass immer etwas Gutes entsteht, wenn Menschen sich treffen, diskutieren und über Innovation diskutieren, so wie es hier auf der CeBIT der Fall ist. Jetzt werden hier in diesem Jahr Dinge vorgestellt wie Drohnen, Roboter. Die sehen wir im April wieder bei der Industriemesse. Wäre es nicht sinnvoll, CeBIT und Industriemesse doch wieder zusammenzupacken, zu einer Messe zu machen, wie es ja mal war? Das hören wir ja häufig, aber die Bundeskanzlerin hat es auch zur Eröffnung in diesem Jahr gesagt, Digitalisierung findet überall statt und nicht nur in der Fabrikhalle. Die Hannover Messe hat einen klaren Fokus auf die industrielle Produktion, auf die industrielle Wertschöpfungskette, aber Digitalisierung ist viel mehr. Und deswegen werden wir die CeBIT weiterhin als eigenständige Veranstaltung, als eigenständiges Technologiefestival weiter feiern. Wir werden sie künftig im Juni machen von 2018 an. Ich glaube, dass wir die CeBIT wieder öffnen müssen in Richtung Öffentlichkeit, um Digitalisierung und Technologie auch zu vermitteln. Auch um Hemmnisse oder Ängste vor Technologie abzubauen. Und das werden wir im nächsten Jahr dann auch umsetzen. Ich danke Ihnen sehr. Kommt also noch was auf uns zu? Ja, bitte? Einen habe ich noch. Das ist mein neuer Freund. Der heißt Marvin aus der Roboterreihe Now. Der kann, wie Sie sehen, sogar Yoga vormachen. Steht auf einem Bein. Und das Tolle ist, der guckt einen sogar an, wenn man mit ihm redet. Ich sag ihm mal Hallo, okay? Hallo. Bye-bye. Oder so. Tschö. Mehr Roboter gibt's im April hier im NDR Fernsehen, dann von der Industriemesse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal Yoga. Yoga. Wieder nix.